Die Linke. Dr. Gesine Lötsch, Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Linke fordern mehr Transparenz von der Bundesregierung. Wir wollen endlich konkrete Angaben zur Steuerhinterziehung der Vermögenden. Wir wollen wissen, wie es um die maßlose Verschwendung bei der Bundeswehr bestellt ist. Und wir wollen Auskunft darüber, wie der Verfassungsschutz illegal Geld dafür ausgegeben hat, rechtsterroristische Truppen zu unterstützen. Da stoßen wir auf eine Mauer des Schweigens. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Und ich glaube, die Öffentlichkeit sollte wissen, was die Bundesregierung nun selbst zu den sogenannten Flüchtlingskosten rechnet. Die weltweiten Auslandseinsätze der Bundeswehr mit Personalausgaben, Verwaltungsausgaben, Erhaltung von Wehrmaterial, militärische Beschaffung. Wie absurd ist das denn? Selbst der Titel Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütung fließt in die Berechnung der sogenannten Flüchtlingskosten mit ein. Das kannst du dir nicht vorstellen, sagt man bei uns in Berlin. Und ich finde es wirklich absurd. Und da lenkt man nämlich die Hetze und den Hass der Menschen auf die Geflüchteten. Und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Und ich sage auch ganz deutlich, die Bundeswehr bekämpft in Afghanistan keine Fluchtursachen. Sie ist mit dafür verantwortlich, dass Menschen aus Afghanistan nach Deutschland flüchten. Und deshalb fordern wir den sofortigen Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan, meine Damen und Herren. In diesen sogenannten von der Bundesregierung selbst beschriebenen Flüchtlingskosten sind also 8,3 Milliarden Euro für verdeckte Kriegsführung eingeplant. Und das ist der größte Posten unter den öffentlich so benannten Flüchtlingskosten. Und ich finde, Kosten für Auslandseinsätze dürfen da nicht eingerechnet werden. Das verhetzt die Bevölkerung in unserem Land, und dem stellen wir uns entgegen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn die antragstellende Fraktion die Flüchtlingskosten drastisch senken will, dann muss sie im Bundestag nur konsequent gegen jeden Kriegseinsatz der Bundeswehr stimmen. Das wäre der richtige Weg. Meine Damen und Herren, das Problem ist nun, ich will das noch einmal ganz deutlich sagen, dass die Bundesregierung selbst völlig überhöhte Flüchtlingskosten veröffentlicht. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Denn Menschen mit geringem Einkommen fragen sich, warum die Bundesregierung kein Geld für armutsfeste Renten, für alleinerziehende Mütter und für preiswerte Wohnungen bereitstellt, aber Geld für Geflüchtete. Und darum fordern wir als Linke ehrliche Zahlen, denn mit den manipulierten Zahlen wird die Konkurrenz unter den armen Menschen verstärkt. Die Menschen sollen nicht sehen, dass die Bundesregierung die Vermögenden in unserem Land bevorzugt. Wir sagen, mit diesen falschen Zahlen wird der soziale Friede zerstört und die Rechtsextremen, wie wir das gerade gesehen und gehört haben, gestärkt. Und dem muss ein Ende gesetzt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Lötsch. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Luise